MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, weiter geht's bei RimWorld. Wir hatten ja letztes Mal damit angefangen, hier erstmal unser Lager zu platzieren. Hier oben ist so ein bisschen Feld, wo sich als Gärtnerin versucht. Haben wir unsere ersten beiden Wohnungen auch schon. So, und jetzt wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Natürlich brauchen wir jede Menge Ressourcen und dann gucken wir mal, dass wir jetzt die Leute hier wieder in die Arbeit kriegen. Wir haben nicht die fleißigsten, haben wir mitbekommen. Naja, aber muss halt irgendwie trotzdem gehen und einige Bäume sind einfach noch nicht reif genug, um gefällt zu werden. Momentan geht es natürlich alles viel mit Holz, ist klar. Wir haben ja nichts anderes. Aber wir können dann auch gleich mal gucken, dass wir die ersten Tiere, Schneider, Nähmaschine, ja, elektrisch, ja, das wird natürlich sein. Also, Elektrizität muss her, ja, Strom. Natürlich hier Solaranlage, wir sind ja Öko und so. Klatsch, hier hin. Ja, wohin? Ja, hier. Ach ja, wir haben eine Konstrukteurin ja hier, die fleißige Lilia, ja, oder so, keine Ahnung. Ja, toll, kümmert sich hier so ein bisschen um das Feld. Karl macht hier irgendwie alles, keine Ahnung. Das hier sind übrigens Geysire und da kann man dann Kraftwerke drauf bauen. Ach, guck dir das an, wie süß. Ein Truthahn an. Thanksgiving ist auch bald, ne? Ja, seht an. Ab ins Bettchen. Ja, eigentlich hat Cole das Einzelzimmer verdient, aber naja. Gefangene, Krankheiten, wähle Besitzer. Oh, okay. Komm, wähle Besitzer. Ach so, okay. Gut. Ja, natürlich haben Holzsachen nicht die beste Haltbarkeit, aber für den Anfang ja, haben wir halt nichts anderes. Ich hoffe mal, dass die ersten Angreifer jetzt nicht sofort kommen. Oh, wer ist denn er hier? Emu. Später kommen auch Händler und so weiter und so weiter. Verbundenes Tier gestorben? Ach nein, Wortspringen. Oh nee. Ember. Tot. Hm. Naja. Gut. Das Schlafen müssen wir uns wieder nicht angucken, deswegen gehen wir mal hier so ein bisschen Gambo. Also, könnte mal die die Beschränkung ändern. Jeder. Oh, stopp, stopp, stopp. Normale Geschwindigkeit. Arbeiten. Na gut. Lassen wir es erstmal so. Eine Stunde Freizeit am Tag reicht doch, oder? Ah, siehst du, sie wirft hier fleißig Hufeisen. Hat sie doch schon gelohnt. Naja, klappt nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt hat. Hm. Wir müssen wohl langsam mal gucken, dass wir an Überlebensraktionen hier kommen. So, zack, wenn wir das hier haben, sollte auch nicht mehr lange dauern. Dann vielleicht mal ein Herd elektrisch. Da bräuchten wir vielleicht wieder einen neuen Raum. Arbeitsplatz. Ja klar. Kaputtisch, Trichter. Ah, okay. Hm. Naja, egal. Weiter im Text. Thank you.
So, ich werde jetzt einfach mal hier nochmal zwei Räume herstellen und ja, gucken, dass ich da so ein paar Produktionssachen reinstelle. Aber wir werden wohl gar nicht genug Ressourcen dafür haben. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ist natürlich schön, dass ich hier jetzt wirklich mal alle mit anpacken. So sollte es doch sein. Okay, Böden. Können wir die jetzt schon machen? Achso, Türen fehlen ja noch, klar. Ohne Tür ist blöd. So. Sieht das Ganze natürlich schön geplant aus. Leider haben wir noch nicht so die Rohstoffe dafür, aber das kommt auch noch. Und vielleicht liegt hier irgendwo noch Holz rum, vielleicht haben wir ja was vergessen. Sieht nicht so aus. Löwenzahn. Da, der Gesir arbeitet. Ist natürlich auch immer hier eine Menge Planungsarbeit, was man so und wie baut. Ob ich richtig plane, weiß ich gar nicht, weil ich ehrlich gesagt eher planlos baue. Das Spiel, das kenne ich jetzt auch noch nicht so. Ich habe es vielleicht mal 20 Minuten vorher so ein bisschen angetestet. Also wollen wir mal mein Fehl gemeinsam erleben. Ist doch auch ganz witzig. Haha. So. Wenn man anfängt, hier so ein Gebiet zu planen, dann wird alles das, was sich darin befindet, auch automatisch dann abgetragen. Nochmal Marmor. Das hier war Kalk, ne, Sandstein. Marmor, irgendwie nur Marmor. Wo haben wir denn hier so ein bisschen mit Bauteile, Marmor? Ja. Man kann sich natürlich auch hier in so Felsen reinbauen und dann dort seine Basis errichten, hat natürlich den Vorteil, gerade gegen Feinde, dass man dann wirklich geschützter ist. Aber, naja. Naja. Was haben wir hier? Auch Marmor. Also natürlich ganz witzig. Hier wäre zum Beispiel schon ein fertiger Raum. Vielleicht können wir man sich ja mal... Oh, komprimierter Stahl. Hier haben wir also schon mal Stahl. Das sind nur 8 Kilometer entfernt. Ja, super. Ach, das müsste doch auch hier Stahl sein. Jo. Ja, komm hier, wenn ihr mal Lust habt, kann man ja hier so ein bisschen mit abbauen, ne? Nur wenn ihr das möchtet, natürlich. Ja, kein Zwing. Emu stolziert wieder rum und unser Lager wird immer leerer. Was hast du denn jetzt wieder? Ach ja, Hufeisen. Ist ja auch schon genug gemacht. Ja, Leute, wenn momentan kein Material vorhanden ist, dann könnte man ja mal gucken, ob man irgendwie an das Material kommt. Oder? Machen wir unsere Kartoffeln. 14% gewachsen, ja. Aber wenigstens überhaupt etwas, was so ein bisschen hier vorangeht. Oh. Was ist denn hier drin? Können wir das noch gar nicht raushauen oder was? Naja. Das Moped mal hin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht, wie das funktioniert, weil hier sieht man ja auch, wenn man auf Strom guckt, Stromkabel leitet den Strom von dem Verbrauch, kann unter Wänden und anderen Gegenständen verlegt werden. Okay. Naja, warten wir mal ab. Vielleicht geht's ja auch so.
Ist natürlich nicht so schön, wenn wir wieder nicht hier alle Hand in Hand arbeiten. Was hast du jetzt vor? Willst du nicht schlafen gehen, wollte gerade sagen. Ist ja noch früh am Tage. 15 Uhr. Oh, 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 da wird geschweißt. Okay, wollen wir mal gucken, dass jetzt alles so geklappt hat. Schön, hier kommt ein bisschen Gras raus, ein paar Brocken, hier ist noch gar nichts weiter gemacht. Naja, soll man machen. Könntest das dann, ja, ist doch auf Tragen gesteckt. Warum macht die das denn nicht? So, und wir sehen, es hat keinen Strom. Kabel hinzufügen. Ja, man kann dann also auch. Okay, gut. Weiter im Text mit Strom. Natürlich ist die Frage. So, jetzt bin ich mal gespannt. Batterie, Stahl, 50 Bauteile. Ach, das ist doch. Batterie ist ja jetzt nicht ganz so wichtig. Dann kochen sie halt am Tag. Okay. Küche. Und das könnte ich jetzt, glaube ich, auch als Arbeitsbereich deklarieren und dann jemanden sagen, du arbeitest von dieser bis dieser Zeit dort. Ja, Batterien benötigt. Wenig Nahrung. Ja, die Kartoffeln, Mann. Soll ich denn manken? Nachts haben die natürlich keine Dings hier. Wie nennt man das? Wachstumsrate? Oh! Das ist aber nicht von uns, ne? Bin ja mal gespannt, was daraus jetzt wird. Ah, man kann also sagen, das kommt dahin, das kommt da nicht hin, okay. Naja, da wir momentan sowieso nicht so viel haben, kann eigentlich alles überall hin, oder? Ich frag mich hier, was der. Aber ist doch schon so ein bisschen, wie soll man sagen, Stereotyp, oder? Ja, nicht ganz. Aber der greift uns nicht an. Oder? Nö. Hier, kann man mit denen denn irgendwie interagieren? Okay. Wohl nicht. Naja.
Ja, irgendwie passiert momentan nicht so viel, außer Call, die arbeitet natürlich wieder wie ein Tier, um Stahl abzubauen. Leute kommen heute, habt ihr genug? Geht pennen. Geht schlafen. Ja, komm. Weiß nicht, was mit ihm hier ist. Der haut wieder ab. Der haut ganz ab. Okay, naja. Ah, da sieht man schön, wie die Energie sich auflädt. Sieht, als würden wir eine Weile. Ach so, die Kolonie darf ich benennen. Okay, das ist natürlich Toontopia. Zack. Leute, willkommen in Toontopia, wo ihre Wünsche wahr werden und ihre Albträume real. Oh ne, das ist ja kein guter Song. Naja, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Erstmal fressen ist wichtig. Was machen denn hier unsere. Nicht, dass er uns hier die. Ah, sieht man, die Wachstumsrate geht dann wieder auf 100%. Ah, beruhigt sich schon viel. Also, 20% gewachsen. Ja, was ist denn hier mit, Leute? Wir brauchen hier mal langsam wieder Nahrung. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach, guck mal, komprimierter Stahl direkt vor der Nase. Naja, mal sehen, dass hier die Hälfte funktioniert. So, zack, Küche. So, dann. Aufgabe hinzufügen, einfache Mahlzeit. Was ist das? Verkaufen. Fleisch, vegetarisch, Tierfutter. Erlaube verrottende. Noch zweimal, kein Plan. Sieht gut aus. Na gut, wir können ja mal gucken, ob wir irgendwo so ein bisschen was ernten. Wir gehen auf Befehle, oh, waren wir ja schon. Ernten. Da ist nichts zu ernten, wa? Ist denn jetzt so ein Beerenstrauch oder so? Ah, doch, hier. So, hier ernten wir mal, da ernten wir mal. So. Hier, der geht's noch nicht, da. Okay, dann erntet mal nebenbei. So, Autumn, ja, ist klar, schaltet die Kolonistenanzeige ein. Oberen Bildschirm an, okay. Du kannst einen Zahntier spezielle Fähigkeit leiten. Tiere können nicht kontinuierlich trainieren. Sie brauchen Pausen zwischen den Training. Okay. Verteidigung benötigt. Ja, super. Richtig machen. Ah, bin ich doof. Oh, das denn? Sicherheit. Knallen wir mal da was hin. So, bau mal. Mal sehen, wie das aussieht. Die geht nur spazieren, die Alte.
dir so einen Haken geben kann, mache ich das mal. Ist ja nun wirklich genug Freizeit. So. Okay, fängst du jetzt an zu kochen? Das wäre witzig. Ah, merkst du schon. Ja, siehste, das ist doch mal eine sinnvolle Aufgabe, die du dir gesucht hast. Bin mal gespannt. Müsste man vielleicht mal hier ein bisschen weggerechter machen alles. Okay, jetzt haben wir schon mal eine Falle. Batterien, wenn nö. Achso, wieder Batterien. Okay, wollen wir mal gucken hier. Zone, Gebiet. Objekte weg, dann geht das. Gut. Oh. Einfache Mahlzeit. Bären. Ach, Essen ohne Ende. Leute, ich bin wieder zufrieden. Der Aufschwung kann weitergehen. Ist ja richtig. So. Wir könnten mal jetzt gucken, dass wir so eine Müllhalde noch. Andere Abfallzone. Was war das? Was war hier los? Alarm gehört. Okay. Ach. Oh ne. Er wird echt in die Abfall. Also ist ja wohl. Ein Witz jetzt von dir, oder? Komm, jag das Vieh. Menschenjäger, Hase. Alter, Leute! Ich sehe schon kommen, wird ein ganz schlimmer Fail. Nee, wird doch nicht. Kampfmodus aus. Oh, 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 oh. Also... Das hat ja jetzt schon wirklich epischen Charakter gehabt, ey, vom Hasen so transaliert zu werden. Menschenjäger. Also ja, auf die Idee muss man also mal kommen. Puh, puh, puh. Wisst ihr was? Nach diesem Schock muss ich mich auch erstmal holen, wie die anderen hier. Die sind ja alle schwer verletzt, so meine Psyche. War ein bisschen hart jetzt, deswegen beende ich diese Folge jetzt und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.